Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich den Antrag der Koalitionsfraktion so ansieht, muss man den Eindruck haben, eigentlich liest er sich wie so ein Entschließungsantrag, den man so zwischen Tür und Angel strickt, den man eigentlich zu unserem Antrag in der letzten Plenarsitzung zu den Produktionsschulen hätte stellen können. Sie sind nicht nur ein paar Wochen zu spät dran, sondern Sie erdreisten sich auch noch diesen Antrag, der ein umfassendes Konzept, so schreiben Sie es ja selber, für die Arbeitsmarktpolitik sein soll, ohne weitere Debatte in den Ausschüssen direkt abstimmen zu lassen. Sie nehmen sich doch überhaupt nicht selber ernst, dass Sie hier ernsthaft im Landtag Ihre Arbeitsmarktpolitik diskutieren wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch inhaltlich ist das ganz dünne Suppe, die Sie hier anbieten. Wo ist denn, der Minister hat ja immer gesagt, die über 19-Jährigen, um die kümmern wir uns auch. Er verspricht sich dann immer mal wieder auf Konferenzen und sagt dann die über 18-Jährigen oder unter 18-Jährigen. Aber tatsächlich ist es doch so, Sie wollen die gesamte Ausbildungstätigkeit und Betreuung der Bundesagentur für Arbeit überlassen. Zwischen 19 und 25 Jahren ist bei Ihnen nichts mehr im Angebot. Da wird jegliche Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen eingestellt. Das halte ich für fahrlässig. Und Sie sagen ja auch, Sie haben eigene Schwerpunkte. Sie wollen Leute in Ausbildung bringen, die es vorher nicht gebracht worden sind. Ich verstehe Sie aber mit den Instrumenten gar nicht, die Sie da anwenden. Sie schreiben selbst in Ihrem Antrag, das müssten doch eigentlich die Arbeitgeber machen, das müssten die Handwerksbetriebe machen. Komisch ist nur, dass ausgerechnet die IHK und die Sozialverbände dies scharf kritisieren, was Sie da anstellen. Das Programm Jugend in Arbeit Plus zum Beispiel, das sehr erfolgreich in den letzten zwei Jahrzehnten gearbeitet hat, soll auslaufen. Gerade die prekären Jugendlichen, die eben nicht ihre Arbeitsstelle bekommen, die nicht unmittelbar in eine Ausbildung reinkommen können, die wollen Sie jetzt, da wollen Sie die Programme auslaufen lassen, Sie wollen es mehr dem Zufall überlassen und gerade die guten Programme, die auch die IHK angestoßen hat, wollen Sie nicht mehr durchführen. Sie haben, da passt doch Zielrichtung, Maßnahme und dem, was Sie versprochen haben, überhaupt nicht zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist dieser Antrag selbstverständlich auch von grüner Seite abzulehnen. Und auch die Schwerpunktsetzung, was das Thema Produktionsschulen und Werkstattjahr anbetrifft. Sie setzen auf ein sehr kostenintensives Programm und nehmen dabei von fast 3.000 Leuten, die erfolgreichen Ausbildungsplatz dann geschafft haben, 2.000 oder 1.000 bis 2.000 Stellen da weg. Das ist aus meiner Sicht die völlig falsche Zielrichtung. Der Minister hat jetzt nach mehrfachen Versuchen immer noch nicht darstellen können, was denn so viel besser an dem neuen Programm ist. Er erzählt immer nur, na, wir nehmen das Gute von dem einen und packen das mit dem Guten von dem anderen zusammen. Kostet zwar das Doppelte, wir erreichen die Hälfte, aber das ist bessere Politik. Ich verstehe Sie nicht, warum Sie das hier heute so machen. Das Einzige, was ich verstehe, Herr Minister, ist Folgendes. Sie brauchen im Rahmen von Aktionismus schlecht vorbereitete Programme, weil Sie sich von der alten Regierung absetzen wollen. Das halte ich allerdings nicht nur für falsch, sondern für fahrlässig. Machen Sie sich doch Gedanken, wie die Politik vernünftig laufen soll. Schlagen Sie Ihren Koalitionsparteien, die ja selbst nicht in der Lage sind, was vorzulegen, was vernünftig ist, auf den Tisch. Denn das, was wir hier heute lesen, ist ja nichts anderes als das Nachvollziehen längst getroffener Entscheidungen, die nicht im Hause, sondern am Hause vorbeigetroffen worden sind, nicht im Konsens mit den Sozialpartnern getroffen worden sind. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich Ihnen nur zurufen, das ist keine Arbeitsmarktpolitik aus einem Guss, sondern des Aktionismus. Sie ist an den Leuten vorbei. Und der Kollege Dudas hat das eben schon gesagt. Das ist Bastardpolitik. Da wird den Leuten, den Partnern eine Politik vor die Füße gekippt, die sie erstens nicht nur nicht wollen, sondern nie mitdiskutieren konnten. Und sie setzen im Ganzen die Krone auf, indem sie sagen, wir diskutieren das auch nicht mehr. Wir packen das heute in direkte Abstimmung. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag selbstverständlich ab, liebe Kolleginnen und Kollegen.